Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich muss sagen, ich bin heute minder gut vorbereitet. Ja, das ist wirklich wahr. Heute bin ich, obwohl es geht. Ich habe bloß kein neues Deck für euch, weil keine Zeit. Deswegen nehme ich einfach nochmal die Kämpfernatur. Das seht ihr ja gern, oder? Nee, seht ihr nicht, weil ich kriege keine Kommentare drunter, wenn ich mit diesem Deck kämpfe. Egal. Ja, ich habe mir heute ein bisschen was zurechtgelegt. Fangen wir heute mal an mit etwas, mit dem sich vielleicht jemand wiedererkennen könnte, falls er heute mit mir in der Bahn gesessen hat. Ja. Ich war heute mal wieder, wie ich das gerne mache, unterwegs. Saß in der Bahn. Und da waren so ein paar lustige Wanderer. Ja, ihr könnt euch denken, dass das nicht so lustig für mich war. Denn wir hatten eine Kapelle mit. Also so eine kleine Band, drei Leute. Die waren mit in der Bahn. So, die waren jetzt auch schon ein bisschen angetrunken und die haben halt ein paar Lieder gespielt. So, alles nicht so schlimm. Ich meine, ich hatte eh nichts zum Musikhören dabei, hätte mir also nichts gebracht. Ich also gedacht, okay, genießt du die Musik ein bisschen. Ja. Dann kamen unsere lustigen Wanderer allerdings auf die Idee. Lass mal mitsingen. Ihr könnt euch denken, dass ich damit nicht ganz so zufrieden war. Weil unsere lustigen Wanderer leider auch lustigerweise nicht besonders gut gesungen haben. Und das Schlimmere war nicht, wenn sie gesungen haben, sondern wenn sie gelacht haben. Weil der eine hatte so eine wirklich hohe Stimme, also eine hohe Lache. Und die war eindeutig über dem Frequenzbereich, den mein Gehör gerne mag. Fazit: Entweder singen in einer Lautstärke oder lachen in einer Lautstärke, die ich nicht mag, hat mir beides Kopfschmerzen gebracht. Ja, da ist halt dann die große, große Frage für mich: Was ist schlimmer? Oder was ist besser? Für mich war nichts davon besser, für mich war alles furchtbar. Also so viel sei verraten. Ich glaube, das ist kein Spoiler. Oh Gott, Leute, das war für mich echt grauenhaft. So, aber das Vieh, da hauen wir um. Ha, Resistenz nützt hier überhaupt nichts. Ja, es ist wirklich, es war grauenhaft für mich. Ich mag sowas nicht. Ich meine, ich bin ja, wie ihr wisst, Vertreter. Jeder soll machen, was er gerne tut. Also wenn jemand gerne singt, dann soll er auch gerne singen. Und besonders, wenn Musik in der Bahn läuft, darf er ruhig singen. Aber es sollte so sein, dass nicht der letzte Waggon, wenn man im ersten ganz vorne sitzt, das noch mitbekommt. Weil im Zweifelsfall freut sich dann niemand drüber. Und man sollte dann schon so ein bisschen zumindest Rücksicht auf die anderen nehmen, finde ich. Ja, jetzt ist halt die Frage, Conny oder Spezialenergie? Ich packe die Spezialenergie vor. Ist mir dann doch ein bisschen lieber, aber jetzt flüchte ich hier erst einmal. Ja. Also, wenn ihr singt, wenn ihr singen wollt, wenn ihr so lustige Menschen seid, die in Bahnen singen, dann bitte so, dass ihr keinen anderen damit wirklich bis zur Kopfschmerz-Endstation treibt. Und falls einer von diesen lustigen Zuschauern mithört, die da gesungen haben, möchte ich nochmal einen Hinweis geben, dass ihr sicher sein könnt. Ja, ich weiß ja eh, die nächste Karte will ich eher haben. Dass ihr gemeint wart. Da kann ich euch nämlich einen ganz tollen Hinweis darauf geben. Oh, wir haben sogar noch Vorteil. Der Hinweis wird euch eindeutig sagen, dass ich euch meine. Wenn ihr euch gefragt habt, ob ihr bis zur Endstation, also bis zum Hauptbahnhof fahren könnt, und euch nicht sicher wart und deswegen zwei Stationen früher ausgestiegen seid. Ihr hättet bis zur Endstation fahren können, der Zug ist dahin gefahren. Aber warum hat es euch keiner gesagt? Weil ihr genervt habt. Die Band ist schon vor euch ausgestiegen und dann habt ihr immer noch gelacht. Aber ihr wurdet ruhiger, das muss man euch zugutehalten. Also tut mir leid, Leute, wenn ich meine Verbindung verliere. Nein, wenn ich da so ein bisschen drüber hate... Aber ich mag's halt echt nicht. Ich
Ich möchte auf so einer Bahnfahrt gerne meine Ruhe haben und ich finde es ja schön, wenn jemand singen kann. Finde ich klasse, ja, danke. Jetzt bin ich aus dem Kampf geflogen und darf nochmal machen. Ich finde es klasse, wenn jemand mitsingt. Weil schöner Gesang ist schön, aber dann sollte er auch schöner Gesang sein und nicht irgendwo dann das Trommelfell zerstören. So, ich überprüfe kurz mal, ob das mit meinem Mikrofon so richtig ist und wie ich sage, bis gleich. Also, Mikro ist richtig eingestellt. Versuchen wir es einfach nochmal. Ja, gut, Leute. Nächstes Thema. Ich möchte jetzt nicht weiter hier über lustige Musikanten reden. So, was haben wir denn noch für ein Thema? Ich hatte mir doch so schön noch eins zurechtgelegt. Nervige Werbung, damit bin ich durch. Ich hätte zwar noch ein paar Beispiele bringen können, wie zum Beispiel, ich bin nicht Wolf, ich bin Manuel Neuer. Ja, ging mir auf den Keks. Habe ich letztens Creepypasta zugehört? Die Creepypasta hat richtig gut angefangen. Hat wirklich gut angefangen. Ich habe allerdings nicht darauf geachtet, an welchem Tag diese Creepypasta hochgeladen wurde. Hätte ich darauf geachtet, hätte ich gesehen, dass es der 1.4. war. Denn die Creepypasta verlief ungefähr so: Ein Hörer, so wie ich, der sehr gerne Creepypastas hört, also für alle, die nicht wissen, was eine Creepypasta ist, das ist zu Deutsch eine Gruselgeschichte. Auf jeden Fall, ich fand es gut. Man identifiziert sich ja gerne so ein bisschen mit den Figuren. Und ja, auf jeden Fall, er hat seinen Lieblings-YouTuber gesehen, der da Creepypastas macht. Aber irgendwas war anders. Es kam nämlich nicht einfach eine Creepypasta, sondern es war gruselig. Der YouTuber ist durch den Wald gelaufen und wurde dann niedergestreckt von einem Monster und der Zuschauer konnte nicht richtig sehen, was für ein Monster ist. Was ist Slenderman? Und das Monster beugt sich herunter, aber es war nicht der Slenderman. Vielleicht, nee, es kam dann, vielleicht war es gar nicht der Slenderman. Vielleicht war es Manuel Neuer. Und das ist so ein Moment, in dem ich sage, ah, damn you, Werbung, ich hasse dich. Ja, das mag ich nicht. Ich möchte dann auch bitte eine anständige Geschichte hören. Ich bin ein Freund von anständigen Geschichten. Und im Hintergrund blinken schon wieder Nachrichten und sowas mag ich nicht, das wisst ihr. Warum erzähle ich heute eigentlich nur Sachen, die ich nicht mag? Leute, okay, anderes Thema. Gruß, falls du gerade zusiehst, an Niu. Wer jetzt an Elfenlied denkt, denkt vielleicht richtig. Ich weiß nicht, das habe ich sie noch nicht gefragt. Niu. Niu habe ich spontan zu einer Probeschwester von mir erklärt. Ja, sowas gibt's. Ich nehme Probeschwestern auf. Nee, das mit Niu, das muss ich, glaube ich, ein bisschen ausschweifender erklären, sonst funktioniert das nicht. Jetzt komme ich nämlich stärker Energie. So, wer ist Nio? Ich glaube, so muss ich anfangen. So ist das Ganze nämlich auch sinnvoller, wenn ich richtig beginne. Nio ist ein Mädchen, das ich zufällig beim Chatten kennengelernt habe und festgestellt habe, sie wohnt, ich glaube, 25 Kilometer von mir weg. Und der Witz ist, Nio ist ich. Also sie ist nicht wirklich ich, weil ich bin ich. Aber sie legt genau die gleichen Komplexe an den Tag wie ich. Ja, ist wirklich, weil ich habe Komplexe, möchte ich drüber reden. Nee, ich habe nur so kleine Sachen, das kennt man ja. Auf jeden Fall genauso wie ich in dem Punkt. Jo, echt klasse, gibt sonst keinen Menschen, der genauso ist wie ich. Dann, nächster Punkt, es wird noch gruseliger. Sie ist ebenfalls Gamerin. Sie hat die gleiche Persönlichkeit wie ich. Sie hasst das Gleiche wie ich. Sie mag das Gleiche wie ich. Sie zockt das Gleiche wie ich. Das ist gruselig, oder? Und der Witz ist, was viele nicht von mir wissen, falls ihr nicht wisst, was eine Lebenslinie ist, das ist auf eurer Hand so eine komische, gestrichelte, große Linie, die von links nach rechts verläuft. Die meisten Leute haben auf beiden Linien eine gespaltene. Und ganz selten auf beiden Händen eine durchgezogene Linie. Und ganz, ganz selten, was eigentlich so gut wie nie der Fall ist, habt ihr auf beiden Händen. Du bist nur Full Art, gut. Das ist wirklich jetzt eine wirkliche Seltenheit. Und ich freue mich, dass ich es habe. Nämlich auf beiden Händen. Auf der linken Hand eine durchgezogene Lebenslinie
und auf der rechten Hand eine gespaltene. Und natürlich hat Neo das auch. Leute, an dem Tag, an dem ich Neo kennengelernt habe, ich bin ausgetickt und habe sie tatsächlich in der Tat gefragt, gibt es dich wirklich oder werde ich verrückt? Eigentlich habe ich gefragt, oder bin ich durchgeknallt? Ich kann keine Itemkarten benutzen, ne? Warum nicht? Warum darf ich keine Itemkarte benutzen? Ach so. Ich kann ihm keinen Schaden machen, weil ich schon eine Trainerkarte gespielt habe durch die Omega-Barriere. Das ist schön, da freue ich mich. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte, dass mein Zug endet, sonst disconnecte ich nachher wieder. Ja. Auf jeden Fall, sie ist ich und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen, da ich übers Wochenende ja nicht zu Hause war, nicht mit ihr schreiben können. Ich bin mal gespannt, heute war sie noch nicht online, beziehungsweise jetzt heute Abend noch nicht. Ich glaube, heute war es auch nicht online, weil ich hatte eine Nachricht hinterlassen, die hat sie, glaube ich, nicht gelesen oder nicht beantwortet. Bin ich mal gespannt. Also nicht, dass ihr denkt, ich verknall mich jetzt da. Das könnt ihr vergessen, so bin ich nicht. Also ich verknall mich nicht so einfach mal eben. Oh, ich kann keine Karte spielen, das nervt mich. Aber was ich tue, und was, glaube ich, auch mein gutes Recht ist, ich erkläre sie zu meiner kleinen Schwester in Spee. Auf Probe, ne? Falls sie sich behauptet, dann wird sie eine kleine Schwester. Wenn ich weiß, also dieses Geschwistermodell finde ich eigentlich doof. Insofern, dass Geschwister halt, ja, für mich ist Familie Familie und Freunde sind Freunde. Aber wenn man das ein bisschen anders betrachten möchte, dann würde ich sagen, es gibt so Freunde bei mir, wenn ich mir aussuchen könnte, wen ich in meine Familie nehmen würde. Dann wären die mit drin. Das sind nicht viele. Das wäre nämlich einmal die liebe Misu, die eindeutig meine Schwester wäre. Beziehungsweise auch so irgendwie meine Schwester ist, weil Misu und ich, wir sind ein gutes Team. Wir sind eindeutig kompatibel, was Zocken angeht. Ja, immerhin ein bisschen Zeug bekommen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Kleinen Moment. Okay. Und Misu und ich, wir vertrauen uns halt einander auch an. Und ich bin wirklich ein sehr, sehr verschlossener Mensch, was mein wirkliches, also das, was ich euch erzähle, ist ja nicht wirklich privat. Ist ja so semi-privat, würde ich mal sagen. Aber das, was in mir vorgeht, sowas vertraue ich eigentlich nur Misu an. Deshalb Misu-Schwester, ne? Bonnie dann halt durch Misu so ungefähr Schwägerin. Ja, Freundin ist ja Freundin und nicht Familie, deswegen wäre ja auch dann irgendwie inzestuös. Naja, egal. Das mit Freunden lassen wir mal außen vor. Auf jeden Fall, dann, wer gehört? Zero. Zero könnte man so als entfernten Cousin doch gerade, also Cousin, gerade noch so wirklich dazu zählen. Aber der ist dann schon am Rand, weil Zero und ich mag Zero. Zero ist ein netter Kerl. Zero und ich sind schon sehr, sehr lange Freunde. Aber er hat so ein paar Attitüden, bei denen ich ihn gelinde gesagt gerne mal gegen die Wand klatschen würde. Und in solchen Momenten, ja, ich weiß nicht, ob er da so unbedingt jetzt als Bruder taugen würde. Deswegen eher so ein Cousin. Ja, und jetzt kommt halt Neo dazu, weil, ganz im Ernst, eine Person, die wirklich 1:1 ich ist. Was soll ich da noch sagen? Fand ich ja so lustig. Da sind dann auch so Sätze zustande gekommen, wie, ich habe ein Katana, sagte ich, weil ich habe ja wirklich eins, wisst ihr ja vielleicht. Antwort: Okay, was willst du mir damit sagen? Meine Antwort: Nichts, ich mag einfach nur Katanas. Ihre Antwort: Ich auch. Dann kam meine Antwort, die natürlich treffend war: Natürlich magst du Katanas, du bist ich. Und so ist es doch auch. Sie ist ich. Wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt's mir ruhig. Klingt doof, wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt's mir ruhig. Ja, es ist aber so. Ihr könnt mir das ruhig glauben. Sie ist wirklich ich. Weil sie wirklich 1:1 ich ist. Das muss ich noch verkraften. Ihr merkt, ich bin immer noch am Verarbeiten.
Aber dass sich nicht gemeldet hat, vielleicht hat sich auch meine Psyche normalisiert. Aber ich glaube nicht, dass ich endgültig durchgedreht bin, weil ich habe einen Skype-Verlauf. So, damit wären wir jetzt mit dem Thema Es gibt mich zweimal. Der Albtraum für so manche andere Person. Aber mit dem Thema, ja, das nützt mir nichts, wenn ich das jetzt schon entwickle. Ja, mit dem Thema wären wir damit auch durch. Was haben wir denn sonst noch? Oh, Leute, mir gehen die Themen aus, ihr glaubt's nicht. Und ich glaub's nicht. Was hatten wir denn sonst noch so als Thema? Oh Gott, ich sehe gerade, wenn er das macht, bin ich tot. Er hätte lieber früher denn dran denken können. Ja, ich glaube, wir sind mit den Themen einfach mal für heute durch. Bin ja jetzt eh erledigt, weil ich dumm bin. Dummheit tötet. Und ich krieg nicht mal was dafür. Ah, ich habe übrigens neue Freunde dazu bekommen. Gruß an alle und an alle, die gerne drunter kommentieren. Jetzt habe ich deinen Namen. Warband. Das mache ich jetzt noch. Klein. So, Lukas. Ja, ich habe nachgeguckt. Schönen Gruß an dich, dass du so nett unter die letzten Parts kommentierst. Auch wenn dir mein Abo-Special egal ist. Vielleicht guckst du es ja trotzdem. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, auch wenn dieser Part ein bisschen unvorbereitet ist, es tut mir leid, aber ich hatte ein langes Wochenende. Ich habe viel gearbeitet. Ich muss auch morgen noch sehr viel arbeiten. Also, wenn ihr das seht heute, drückt mir die Daumen, dass alles glatt geht und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.